Das bin ich, Anna Molnar. Und das ist mein Leben. Aus Nina wird Anna. Nina Proll gibt in ihrem neuen Film Anna fucking Molnar ihr Debüt als Drehbuchautorin. Die Titelrolle der Anna hat sie sich dafür auf den Leib geschrieben. Bist du auch so geil wie ich? Ganz vieles habe ich erlebt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das in ein Drehbuch schreibe, das glaubt eh kein Mensch. Und weil ich werde oft gefragt, wie ist das wirklich realistisch? Genau die Sachen, die, was das Showbiz betrifft, sind wirklich, da ist überhaupt nichts erfunden. Okay, was ist wichtig? Wichtig ist, du bist am Vortag geschändet worden, ja, sie haben deinen Vater ermordet, sie haben aber ihr Haus niedergebrannt, sie haben dich am Dorfplatz öffentlich auspeitschen lassen und dich dann der Stadt verwiesen. Ja, und in diesem Zustand triffst du auf deinen ehemaligen Geliebten, ja, aber in den Armen einer anderen Frau. Anna ist eine exzentrische Schauspielerin, die in der Krise steckt. Mann weg, Job weg und sie muss wieder beim Vater einziehen. Das Vater-Tochter-Verhältnis, also das ist schon auch sehr aus meiner persönlichen Geschichte mit meinem Vater inspiriert, sage ich mal. Kinopremiere im Star-Movie in Wels. Mit Anna fucking Molnar kommt wieder einmal ein Streifen aus Österreich auf die Kinoleinwand. Und das hat oft Erfolgsgarantie. Österreichische Filme scheinen die Masse anzuziehen. Sie gehen gut, wenn sie lustig sind, ein bisschen anrüchig, einfach Richtung Kabarettfilm gehen, dann haben wir sehr gute Erfolge. Man denkt nur an Josef Harder, die großen Erfolge. Und vielleicht jetzt der weibliche Josef Harder, der große Star, vielleicht wird es Nina Proll. Die Angesprochene tourt derzeit von Kinopremiere zu Kinopremiere. An Interviews ist sie gewöhnt. Seit sie per Facebook ihre Meinung zur aktuellen Sexismusdebatte geäußert hat, ist sie fast täglich in den Medien. Zur Erinnerung, nachdem Frauen aus der ganzen Welt unter dem Hashtag MeToo über sexuelle Übergriffe berichten, hat Nina Proll den Hashtag NotMe kreiert. Sie findet sexuelle Annäherungsversuche von Seiten eines Mannes grundsätzlich erfreulich. Und sie solidarisiert sich mit Frauen, denen tatsächlich Gewalt widerfahren ist. Ich glaube, das ist meine Aufgabe, mich zu äußern als Künstlerin. Und ich konnte es einfach nicht vermeiden, weil ich in jedem Interview angesprochen wurde auf das Thema. Also ich musste in irgendeiner Form Stellung beziehen. Ein Shitstorm, aber auch viel Zuspruch. Das war die Folge ihres Postings. Ihre Meinung in der aktuellen Debatte abzugeben, das bereut sie nicht. Obwohl sie mit dem Posting indirekt auch andere Schauspielkolleginnen kritisiert, die auf MeToo geantwortet haben. Rückmeldungen von Kolleginnen habe sie noch keine bekommen. Ich habe die Kolleginnen alle noch nicht getroffen. Ich hoffe nicht. Also ich glaube, man wird sich auch wieder beruhigen. Also ich nehme es keiner Kollegin übel, wenn sie anderer Meinung ist. Und ich hoffe, auch mir nimmt es keiner krumm. Super, spann an, anspannen. Genau. Auch in meinem Film gibt es ganz viele Dialoge, die voll sind mit Sexismus. Also egal, ob das ist am Anfang der Feuerwehrmann, der zu mir sagt, mit Körbchengröße A sollte man den Mund nicht so voll nehmen. Natürlich ist das sexistisch. Das heißt ja nicht, dass ich der Meinung bin, dass das so ist. Aber ich erlaube mir, das zu zeigen in einem Film. Und es kann sich jeder selbst ein Bild machen. Und es muss darüber gelacht werden, finde ich. Szenen zum Lachen. Die gibt's im aktuellen Film genug. Ab sofort in allen Star-Movies zu sehen. Dann seid so lieb, mach das einfach noch einmal. Ja. Du warst super.